So, wo ist er? Stefano! Stefano! Ah, da ist er! Die Jungs haben schon gesagt, dass du da bist. Ich hab dich vergessen. Ist Ton an? Ja, natürlich. Dann mach ich mal schnell noch den. Das Radio aus. Soll da keine GEMA haben? Hallo zusammen. Eigentlich wollten wir ein wunderschönes Motorrad machen. Ich habe gerade beim Thomas die Süßigkeitendose gefunden. Da muss ich mal eben reingreifen. Entschuldigung. So. Strammer Tag. Mal wieder. Oh. Ja, eigentlich hatten wir ein schönes Unboxing geplant. Ich wollte euch ein schönes Motorrad vorstellen. Da habe ich schon auf dem Insta-Account von mir gepostet, das Ding. Müsst ihr mal gucken, Stefan 440, Motorradmeister rein. Aber da ist was dazwischen gekommen. Und deswegen bin ich jetzt noch hier am Gange, habe den Christian völlig verpennt und schraube jetzt hier ein bisschen. Aber das könnt ihr mal auf die Finger gucken. Kann ich ein bisschen was zu erzählen, ist ganz lustig, glaube ich. Das Motorrad charmanterweise für mich. Habt ihr gesehen, die V4R, die soll gehen, die muss weg. Und brauche ich ja was zum Fahren, geht ja nicht anders. Ne? Und eigentlich haben wir da noch Zeit bis Ende des Monats gehabt. Jetzt sag mal, spontan ist mir jetzt aber ein Platz angeboten worden, wo ich fahren kann. Und das ist in 3 Tagen. So, und deswegen muss ich gucken, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt fertig kriegen. Aber kommt ruhig her. Das ist eine 959. Oha! Oha! Die sieht ja richtig schick aus. Die sieht schick aus, ne? Mhm. Genau. Sieht aus wie ein luftgekühlter Motor. Ist aber nicht luftgekühlt, weil es fehlt einfach nur der Kühler. Ja, genau. Da fummel ich jetzt gerade noch ein bisschen rum. Ne? Haben angefangen, mal wieder alles, ne? Eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Eigentlich sollte die R ja weg, weil ich Angst hatte, wenn ich die mal versenke, dass mich das ruiniert. So, jetzt habe ich hier so ein Ding stehen, wo es aber schon wieder ähnlich anfängt. Aber trotzdem wird die, ich denke mal, noch nicht mal die Hälfte kosten, was die R kostet. Von daher nicht schlecht. Und ich hatte so ein paar Sachen noch liegen. Lustigerweise tatsächlich einen passenden Carbonradsatz für das Fahrzeug von Thyssen. Die hatte ich euch ja schon mal vorgestellt. Ne? Ja. Oh. Schick. Habe ich noch einen Satz liegen gehabt, weil ursprünglich wollte ich tatsächlich meine Panigale V4 auf eine 2A MotoGP-Schwinge umrüsten. Das hat aber mit der Materialversorgung nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da ging der Schuss nach hinten los und deswegen habe ich einen Satz 959 Carbonräder noch auf Lager gehabt und die kommen da rein. Ich bin ja mit der 959 früher schon gefahren, bin mit der 959 Pro Sander gefahren, habe da sehr, sehr schöne Erinnerungen an das Motorrad. Und dieses Fahrzeug ist mir durch Zufall, das haben wir mal als neue Maschine verkauft hier, für eine 959 Corse, die ist mir durch Zufall in die Hand gefallen, wieder, und das hat alles gepasst. Und dann habe ich mir gedacht, Stefan, das sollte so sein. Und deswegen steht das Ding jetzt hier. Ich wollte jetzt eben für heute noch die Kupplungsarmatur zusammenstecken. Da könnt ihr ja nochmal mir ein bisschen auf den Finger gucken, ob ich das richtig mache. Und dann dementsprechend mir zuschauen. Was baue ich hier alles dran? Ist natürlich eine Auspuffanlage. Da habe ich jetzt von Thermi eine komplette Titananlage dran gemacht. Magst du mal gucken? Mhm. Oh, da kommt man natürlich noch nicht blau, weil er noch nicht gelaufen hat. Hier oben ist noch die Lambda-Sonde. Besonderheit bei dem Auspuff ist es, kurz darum gehen, ist glaube ich heller. Besonderheit ist, der schleift unten das nicht durch, sondern der geht hier dementsprechend aus dem Krümmer rein und lässt hier vorne raus. Ne? Also der Weg ist halt noch ein bisschen kürzer, direkter. Normalerweise bei den anderen Anlagen ist es so, der geht einmal hier im Bogen und dann führt er hinten wieder raus. Ist hier nicht so, hinten rein, zack, vorne raus. Ja, ich bin mal gespannt, wie er läuft. Also soll sehr, sehr gut laufen. Ne? Dann habe ich die Umlenkung habe ich noch umgebaut. Mhm. Da ist die Kamera gerade. War es gerade die Kamera? Nö. Nee. Okay. Die Umlenkung habe ich noch umgebaut. Bei der 959 ist es ja so, dass da keine verstellbare Umlenkung dran ist. Da ist die Umlenkung im Prinzip auf einer mittleren Position. Das habe ich jetzt rausgenommen. Da ist die Umlenkung dran, wie sie in der 1299, 1199 verbaut wird, wo man
könnt euch da gucken, ich erzähle ein bisschen was zu. Wurde dann zwischen Flat und Progressiv, wo man die Federkennlinien auswählen quasi kann. Quasi der schwarze Riegel hier. Der schwarze Riegel, der kann gedreht werden, genau. Der steht jetzt auf Flat. So eine progressive Linie würde man im Prinzip nur wählen, wenn man zum Beispiel mit Sozius zum Beispiel fährt, ne? Da kann man das machen. Macht man ja nicht häufig auf der Rennstrecke. Nö, macht man nicht ganz so häufig auf der Rennstrecke. Mit so einem Motorrad auf der Straße eigentlich auch nicht. Es sei denn, du hast da jemanden, der völlig, völlig schmerzfrei ist. Ne? Alles gut. Fühl mir da nicht so auf die Finger. Ich weiß nämlich gar nicht, wie es am besten hinkommt. Weil der Behälter nämlich schlecht gekröpft ist für die Nummer. Muss ich mal gucken, ob der Originale vielleicht besser ist. Ja, genau. Bremspumpen habe ich mir ein paar andere angebaut. Ist Premiere mit den Dingern. Die sind von PT. Also, ja, ich habe gedacht, okay, probier's mal aus. So einen vollen Gefräß. Ne? Eben noch was anderes im Vergleich zu der Brembo-Pumpe. Druckpumpe ist schon knüppelhart, obwohl ich es gar nicht so hart mag. Ja, da werde ich euch dann zu berichten. Also Preis-Leistung, wenn die was taugen, ist wirklich top. Man kriegt auch alle Dichtungen, alle Einzelteile für die Dingen separat. Das ist sehr schön. Das habe ich da jetzt schon dran gesteckt. Genau, Carbonräder sind drin. Eine andere Gabel ist drin. Christian, was ist da für eine Gabel drin? Und eine geschmeidige Gabelbrücke. Hier unten. Die ist fett, ne? Kann man mal machen. Ja, weißt du, was das für eine Gabel ist? Berlins? Ja, genau. Auf welchem Motorrad? Ja, jetzt willst du mich aber testen hier. Die hast du schon mal gefilmt. Die habe ich schon mal gefilmt. Mhm. Wenn ich unten mit also die jetzt nicht, aber so eine hast du schon mal wenn gefilmt. Wenn ich mir den Gabelfuß hier unten angucke, genau, würde ich behaupten, 916 oder Superleggera? Ja, Superleggera, ja. Ist tatsächlich eine Superleggera-Gabel. Die ich da eine Superleggera V4-Gabel. Ist im Prinzip die gleiche Technologie wie in der Panigale V4R. Und da war ich so begeistert von der Seriengabel, dass sie so gut funktioniert, dass ich gesagt habe, okay, die muss hier rein. Bremszangen sind von Brembo CNC gefräste. Segmentbremsscheiben, also das Vorderrad zum Beispiel ist aus der V4R, so wie ich das aufgebaut hatte, das Fahrzeug. Ne? Ein paar Sachen passen da ja noch. Genau, so sieht's aus. Ja, und jetzt müssen wir gucken. Ne? Jetzt halt noch hier Verkleidungshalter ab. Total geil, Rennverkleidung habe ich heute Morgen zum Lackierer gebracht. Kann ich morgen dann wieder abholen. Unlackiert und dann fahren, wenn das alles klappt, und dann am Mittwoch wieder hinbringen. Genau. Ja, super, perfekt. Was soll ich noch erzählen? Bin gerade so ein bisschen außer Spur hier. Weil für mich war es ja völlig ungeplant und spontan heute. Ja, Christian muss lachen. Das ist ja wie immer. Wie immer, ne? Wie ich werde ja wie immer vergessen. Ich komme rein und dann sieht man immer so ein ersichtliches Gesicht von Stefan so, oh nein. Ja. Ist das gleiche wie. Aber wir haben den Zuschauern versprochen, wir machen was, also machen wir was. Also machen wir was, genau. Perfekt. Gudi. Ja, jetzt wisst ihr, was hier da so Neues ansteht. Ich denke mal, da du angesprochen hast, dass wir mit den 3 Tagen gefahren, werden die Zuschauer wissen wollen, machen wir da was von? Wenn du zufällig Urlaub hast, können wir da gerne was von machen. Das besprechen wir gleich und dann... Das wäre nämlich was, weil das ist nämlich eine coole Veranstaltung. Wo, wie gesagt, ich muss das Motorrad fertig kriegen, weil wie gesagt, mit der R rücke ich nicht mehr aus. Und das Ding hier ist noch ein bisschen was zu tun. Ist in Oschersleben, ist nicht so weit. Ja, aber das kriege ich bestimmt irgendwie geregelt. Ja, genau. Das wäre eine coole Sache, glaube ich, weil die Veranstaltung ist nicht schlecht. Da kriege ich nämlich ein Private Coaching mit Jürgen Fuchs. Wenn einer weiß, wie es geht, dann der Jürgen. Genau. Und ja, das wäre cool. Aber wie gesagt, dazu muss ich jetzt das Ding erstmal zusammenbauen. Wenn es zusammen ist, machen wir noch mal ein kleines Video drüber, dass wir mal gucken können, wie das fertig aussieht. Und es tut mir fürchterlich leid, aber ich muss noch ein bisschen ran. Macht es gut, vielen Dank fürs Reinschauen und bis bald. Ne? Ciao.